Aber das Goal hätte eigentlich viel früher müssen fallen, nämlich dann, wo die Schweiz mit 5 gegen 3 Spielern auf dem Eis gestanden ist. Eine optimale Ausgangslage im Powerplay, gerade am Anfang von dem Drittel. Klappt jetzt aber nicht. Klappt nicht, nein. Und man sieht auch gut, dass im 5 gegen 3 eigentlich die Franzosen sich Mühe geben. Aber da wartet der Marktstreit ganz clever, bis wirklich der Stürmer raufkommt und zieht ihn noch einmal gegen auf, bis dann der Querpass eben so möglich ist. Also dort haben wir auch wieder gesehen, eigentlich undiszipliniert von den Franzosen. Sie waren außerhalb der Position, bis dann wirklich die Möglichkeiten offen sind zum Schuss. Und jetzt dort vor dem Goal eben ist noch so ein bisschen die Kaltblütigkeit, ja, so ein bisschen der richtige Riecher und Schmöcker, für auf Nachschuss zu gehen, auch im 5 gegen 3. Das muss nicht immer das direkte Goal sein, sondern auch 5 gegen 3 kann man abstauben rein. Also gelaufen ist dann aber gut nach einer anderen Powerplay-Situation. Dort ist endlich auch das längst fällige, sage jetzt mal 1-0 gefallen für die Schweiz durch den Martin Plüss. Ja, sie lassen jemanden schön zirkulieren. Oben der blauen Linie, Marktstreit, immer mit dem Gesicht gegen das Spiel. Versucht einmal einen Direktschutz zu machen. Pass, Doppelpass. Und da sieht jetzt der Martin Plüss, hat er ein paar Meter gehabt, dass er auf den Goalie können zufahren konnte. Und hat einen wunderschönen Schuss aus dem Handgelenk raus. Der passt auch tiptop gut. Ich will nicht sagen unhaltbar. Der Goalie ist da nicht über alle Zweifel erhaben von den Franzosen. Ehrlich, bist du sicher? Also es gibt jetzt da irgendeine Einstellung, da finde ich, glaube, die ist ja, die es kommt, dann. Kommt sie nachher noch, wo man sieht, wie genau das der Schuss passt. Ja, hat wirklich. Jetzt da hier sehen wir es ja ganz gut, wie der wirklich super Handgelenkschuss geht schön ins Kreuz auf der Tier. Und wie gesagt, das ist eigentlich, der Goalie ist nicht so die Sicht verdeckt, aber ein guter Schuss auf der anderen Seite ist auch wichtig. Oder? Also picken wir doch die beste Szene raus vom Schweizer Team. Das sind sehr nah dran gewesen, am 2-0. Der Ivo Rüttemann war es letztendlich in dieser Szene. Ja, der Ivo mit dem Martin Plüss hat er super geschafft. Der Banden, die Verteidiger, die sich auch noch einmischen. Da hat man sich wirklich sehr gut unterstützt dort. Und wieder Verteidiger und wieder runter. Das war so ein sogenanntes gutes Cycling. Und da sind die Franzosen überfordert. Und plötzlich ist der Ivo Rüttemann alleine vor dem Goal. Er lenkt auch gut ab. Hat nichts mit Coolness zu tun. Er trifft ihn gut. Er trifft halt nur die Latte. Leider ist das, gehört das nicht zum Netz. Also da hat sicher ein bisschen das Glück gefehlt. Und so hat der Marktstreit reagiert. Er hat gemeint, ja, das ist 2-0, aber ist dann halt eben doch nichts gewesen. So ist es bei dem 1-0 geblieben. Ja, wie gesagt, Marc Streit natürlich, aber das ist nochmal die Szene mit dem Goal. Eben, Mario, hättest du gleich entschieden als Schiedsrichter? Ja, so wie es dort wirklich aussieht, ja, ist er nicht vom Blindenbacher in den Torraum gestossen worden. Im Gegenteil, er hat sich Raum verschafft. Er hat den Blindenbacher quasi aus dem Torraum rausgeschoben sogar. Also war eher das Gegenteil von dem, was die Franzosen reklamieren. Also als Schiedsrichter sicher der richtige Entscheid. Drittel Chancen sind da gewesen. Vorher gesagt, Ivo Rüttemann hat einmal die Latte getroffen. Zweiter Drittel und auch da hat nur sehr, sehr wenig gefehlt in diesem Powerplay. Das ist eben jetzt im Powerplay mit dem Marc Streit und mit dem Sandy Jeanne oben der blauen Linie. Sehr ganz einfach gespielt. Einfach den Puck oben einmal quer der blauen Linie und dann mal den Schuss suchen, einen Mann vor dem Goal auf einen Nachschuss gehen und wieder probieren nachzustochern und dann bleibt er halt am Pfosten hängen. Der Tier. Ja, bleibt er am Pfosten hängen. Wäre besser, wenn er... Ja, natürlich wäre besser. Ja. Natürlich wäre besser. Ja.